Corona. Gut, ich möchte dich recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Das Thema ist ein Thema, das sicherlich einmal schwer ist zu transportieren, aber wir Freiheitlichen sind das ja gewohnt, in aller Klarheit auch Themen anzusprechen, die von so manchen nicht angesprochen werden. Es geht um das Flüchtlingswesen und insgesamt um die Asylsituation im Burgenland. Es gibt ja eine unaufhörliche Planung des Landes zur Schaffung von Flüchtlingszentren in jedem Bezirk des Burgenlandes, also von Neusiedl bis Jennersdorf, Oberwart, Binkerfeld, Deutschützen, Mattersburg, Luising, Oberbullendorf und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt ja derzeit eine unglaubliche Suche nach Asylzentren im Burgenland, die es noch nie gegeben hat. Und wenn man bedenkt, dass der Krieg im Nahen Osten zu wirklichen Flüchtlingswellen führt, dann kommt dann schon einiges auf unser Burgenland zu. Und im Rahmen der Quote muss das Burgenland ständig jetzt neue Flüchtlingsquartiere bereitstellen. Ein Ende ist in den nächsten Jahren überhaupt nicht absehbar. Das heißt, es wird immer mehr, die Auseinandersetzungen im arabischen Raum werden immer schlimmer, immer mehr. Das heißt, es gibt hier eine Flüchtlingswelle, die auch immer mehr und mehr werden wird. Und dieses Flüchtlingsproblem wird auch zu einem schrecklichen Menschenhandelsproblem. Wir kennen ja alle die Situation, wo man mit Schiffen Flüchtlinge versucht nach Europa zu bringen. Das ist ein Menschenhandel, der wirklich erschreckend ist. Und wenn man bedenkt, dass für ein Flüchtlingsschiff bis zu 2,5 Millionen Dollar verdient wird, dann ist ja das wirklich grauenhaft. Es ist auch so, dass laut Krone-Bericht es für eine Flüchtlingsüberfahrt sind bis zu 6.000 Dollar zu bezahlen pro Person. Und sogar der Bootsführer wird aus den Flüchtlingen auserwählt und eingeschult. Das heißt, damit ja diesen Schleppern nichts passieren kann. Also das ist wirklich Wahnsinn, was derzeit abgeht. Und in den nächsten Jahren werden alleine im Burgenland mehr Asylanten aufgenommen. Und das muss man sich auch vorstellen. Oder wenn das so weitergeht, als zum Beispiel Mattersburg-Neusiedl oder Oberwart Einwohner hat. Es ist auch so, dass 300 pro Monat im Burgenland derzeit beamtshandelt werden. Das muss man sich mal hochrechnen, was dort derzeit los ist, auch im Burgenland. Natürlich ist diese Zahl für mich ein Anlass, hier aktiv zu werden. Und alle aufnehmen wird nicht gehen. Alle aufnehmen wird nicht gehen. Und das sagt sogar der Peter Gnam in der Kronenzeitung, der das in einem Artikel groß sogar geschrieben hat. Er hat geschrieben, alle aufnehmen wird nicht gehen. Und sagen wir uns ehrlich, wer bestimmt, wie viele Asylwerber wir aufnehmen? Wer bestimmt, wie viele aus einem Krisenland aufgenommen werden? Wer bestimmt, aus welchem Krisenland Flüchtlinge aufgenommen werden? Und die Frage stellt sich ja, warum bekommen nicht alle Flüchtlingshilfe? Und dann wird die Frage natürlich noch rasanter. Nicht? Wie viel muss oder müssen wir aufnehmen? 10 Millionen, 20 Millionen, 40 Millionen oder noch mehr? Das heißt, das ist wirklich ein Riesenproblem, das nicht nur auf das Burgenland, sondern auch auf Österreich zukommt. Und die Freiheitlichen fordern einmal für das Burgenland einen sofortigen Stopp für neue Asylzentren. Es muss auch im Burgenland ein Gesamtkonzept mit einer Höchstgrenze für das Burgenland festgelegt werden. Das heißt, wir brauchen im Burgenland eine Höchstgrenze. Es ist die Situation so, dass dieser Flüchtlingsstrom oder dieser Asylwerberstrom unaufhörlich ist. Und daher werden wir in den nächsten Monaten darauf achten, dass es Verhandlungen geben muss, damit es ein Gesamtkonzept gibt hinsichtlich einer Obergrenze für Asylzentren im Burgenland. Das heißt, das muss einfach festgelegt werden. Wir werden dieses Konzept, diese Höchstgrenze, die wir unbedingt fordern, auch natürlich so dahingehend präsentieren, indem wir im Burgenland Kundgebungen abhalten werden. Das heißt, es wird seitens der Freiheitlichen Partei Kundgebungen geben, wo wir darauf hinweisen,
dass es an der Zeit ist, dass wir Höchstgrenzen brauchen. Denn ansonsten muss man natürlich schon darauf achten, dass dann die Drittstaatenregelung voll in Kraft treten muss. Denn anders ist natürlich die Situation nicht wirklich zu gestalten. Sagen wir uns einmal ehrlich, eine Entwurzelung der Bevölkerung ist keine Lösung. Afrika nach Europa zu holen, wird auch nicht funktionieren. Und es muss seitens der Bundesregierung massiven Druck auf Europa hinsichtlich kulturnaher Flüchtlingsstädte ausgeübt werden. Das heißt, wir brauchen kulturnahe Flüchtlingsstädte. Und wir sprechen uns gegen jeden künstlichen Zwangs-, Emigrations- und Assimilierungsprozess aus. Das ist definitiv so. Asylanträge sollen in österreichischen Botschaften gestellt werden. So könnte natürlich auch der Menschenhandel zurückgedrängt werden. Und wenn man sich anschaut, bei der Forderung mit den kulturnahen Flüchtlingsstädten, da bin ich ja nicht wirklich alleine, da sind wir nicht alleine, sondern auch der Bundesminister, CDU-Bundesminister Messier, ist diesbezüglich aktiv geworden. Messier sagt, Asylzentren in Afrika wird das unüberwindliche Nonplusultra sein. Das heißt, man braucht und man wird darüber nicht hinwegkommen, dass man kulturnahe Flüchtlingsstädte braucht. Das heißt, man braucht Asylzentren in Afrika. Und zusätzlich kommt natürlich infolge der Ausuferung des Asylproblems auch natürlich eine Armutszuwanderung auf uns zu. Auch diese Armutszuwanderung wurde schon einige Male angesprochen. Und diese Armutszuwanderung, die hat nicht die FPÖ erfunden, sondern da gibt es in Deutschland, wie der Kurier berichtet, natürlich wirklich Studien, die glasklar belegen, dass das so ist. Und wenn man sich die Forderung des SDSOS, Mitmensch und weiteren 15 Organisationen anschaut, dann wird diese Armutszuwanderung natürlich rasanter gehen, auch im Burgenland. Man darf nicht vergessen, im Burgenland gibt es 30.000 armutsgefährdende Personen, 30.000 davon 9.000 Kinder, das schon einige Mal erwähnt, und 4.500 Kinder leben in akuter Armut, Und auch das Thema Kriminalität darf nicht unter den Teppich gekehrt werden, das natürlich auch hier einen Zusammenhang findet. 20% der Asylwerber versickern in der Illegalität. Und das darf natürlich auch keine versteckte Einwanderung des radikalen Islamismus geben. Also auch diese versteckte Einwanderung ist natürlich auch gegeben. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, wir brauchen daher ein Konzept mit einer Höchstgrenze für das Burgenland, die durchaus vorbildhaft ist für ganz Österreich, wo man sagt, es muss irgendwann einmal Schluss sein. Denn man darf nicht vergessen, dass diese Asylzentren, und ist klar, dass jeder Flüchtling natürlich Hilfe braucht, aber sagen wir uns ehrlich, Asyl ist nur Schutz auf Zeit, solange die Gefahr der Verfolgung droht. Das ist der Asylgrund. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn wir allein die 300 Beamtshandelnden im Monat uns hernehmen, ne, das sind schon mal 3.000, wenn das die nächste Legislaturperiode in 5 Jahren so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich Flüchtlingszentren haben im Burgenland oder ein Flüchtlingswesen oder ein Asylwesen, das eine weit höhere Anzahl ausmacht, als wir zum Beispiel die Hauptstadt Eisenstadt Einwohner haben. Ne. So, und das ist aber jetzt einmal in den nächsten 5 Jahren. Wie geht das weiter? Wie wird sich die Situation weiterentwickeln? Daher weise ich nochmal darauf hin, dass wir Freiheitlichen auch im Zuge des Wahlkampfs Kundgebungen organisieren werden, wo wir mit Nachdruck auf die Höchstgrenze hinweisen. Und wir werden natürlich dieses Thema auch in der letzten Landtagssitzung ansprechen, wenn uns dieses Thema aus unserer Sicht eine sehr hohe Wichtigkeit hat.